Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir Fortnite Battle Royale. Mit dabei ist Roblox Felix. Wir spielen jetzt die Only Shotgun Challenge. Die erste Runde haben wir das noch nicht gemacht, aber die Runde danach haben wir Only Shotgun gespielt. Viel Spaß! Ready! Was meint ihr, wie viele Leute wollen uns den epischen Sieg klauen bei der Debugelung? Ich hab Angst vor Anton. Wie findest du meinen Fallschirm? Der sieht so hässlich aus. Ich finde ganz schlimm, dass gerade zwei Leute dort landen, wo ich landen wollte. Es sieht irgendwie so aus wie dein Pad, das du gemacht hast in deinem Tutorial. Nein, sieht viel besser aus als das Pad, das ich gemacht habe im Tutorial. Nein, das sieht genauso aus wie dein Pad im Tutorial. Siehst du, Fortnite hat mein Pad geklaut. Wir haben mein Tutorial gesehen und dachten sich so, boah, das müssen wir nachmachen. Ich meine, wir könnten anfangen, gegen sie zu kämpfen. Wir können das auch lassen. Die sind überall. Da sind Leute. Da unten. 21 nochmal. Oh, Digga. Den habe ich gedrückt. Leute. Ach, gut. Oben, links. Wo? Oh nein, die Zone. Hab ich ja gar nicht zurückbekommen. Oh, mein Mikrofon war ziemlich nah vorm Mund. Ich kann übrigens nicht spiden, weil ich... Ich wollte gerade sagen, warum hat mich keiner drauf hingewiesen, aber meine Facecam ist direkt vor der Map. Das konnte man gar nicht wissen. Jemand schießt auf mich, aber es ist mir egal. Ja, ist egal. Die haben die ganze Zeit links an mir vorbeigeschossen und haben nicht mal dran gedacht zu korrigieren. Ja, die haben wahrscheinlich auf so ein Wildschwein oder so geschossen, sicherlich. Ganz sicherlich, so ein fliegendes Wildschwein. Genau. Ah, okay. Weil der wird doch safe einen anderen Homie in der Nähe haben, auch wenn er ein Bot war. Ja, lass du den. Okay. Also der ist tot, war das der, den ich... Ich habe ihn einmal angeschossen, dass er schneller verblutet. Okay. Und die Region, die stimmt ja. Mhm. Jetzt brauchen wir nur noch seinen Homie. Oder in die Zone. Ja, lass es in die Zone. Okay. Warum ist auf der Toilette eigentlich... Ja, weiß ich nicht. Es fällt immer runter. Oh, du hast es gefangen. Du bist so ein Pro. Wie hast du das gemacht? Ich sehe die aus dem Winkel hier einfach nicht. Aber gleich kommt die Zone. Oh, sind die gerade mit dem Jump-Pad? Ja. Was ist das denn für Tierquälerei? Ich weiß nicht, was du meinst. Echt, die Lilane würde ich viel besser treffen. Kannst du nochmal markieren, please? Eine Sekunde. Ich habe nämlich eben beim Laufen die Orientierung verloren. Irgendwo in diesem Haus. Oh, das war ein knapper Sniper bei mir. Ah, da. Okay. Da ist jemand oben gewesen. Ja. Ich habe nicht viele Sniper-Schüsse. Ich sollte sie nicht verschwenden. Oh, so dumm. Ich gehe jetzt dieses Haus looten. Das wollte ich die ganze Zeit machen. Oh, vielleicht habe ich dann doch schon angeschaut. Aber die Munitionskiste. Und Sniper-Munition. Ja. Genau das, was ich brauchte. Ein 90er-Hit gedrückt. Oh Gott! Ah, soll ich's versuchen, please? Ja, please, please. Ja, locker. Einfach revive. Du musst Zone, ist eher ein Problem. Ja. Ich habe aber Healing, wir können easy leben. Das ist kein Problem. Danach ab in die Zone. Und ignoriert diese Rotznasen da. Die sind uns egal. Oh Gott. Perfekt. Hallo, ich will schwimmen. Fortnite lässt mich gerade nicht schwimmen. Ah, jetzt. So ehrenlos. Das ist ein Schild. Da hinten sind Spideys und ich wette, die sind besser als meine. Weil ich habe nur noch 26. Okay, ich habe nur 14. Nein, reicht vollkommen. Da sind Leute in einem Busch, aber... Dann lass uns auch mal im Busch verstecken. Da kommt jemand zu mir. Da. Der kommt bei dir, oder? Er kommt hoch zu mir. Ah, ich werde geschossen. Oh ja, ich war zu langsam. Von den anderen Homeboys. Hat gut jetzt, hab ihn. Ich bin so. Also komm hoch. Naja. Bei mir kommt jemand. Ich muss mich erstmal hier hin. Muss mal kurz weg. Ah, da ist jemand, okay. Hab einen 150er Hit gedrückt. Okay, komm mal. Hab einen Kill. Gut. Also so gut wie Kill. Und ich brauch kurz die Ressourcen, also. Nee, kann ich gebrauchen. Oh Gott. Weiß nicht. Und damit war die Runde vorbei und nun geht's in die Only Shotgun Runden. Ja, bei mir ist jemand. Bei mir ist auch jemand. Ja, ich dachte neben mir direkt. Das wäre schlecht gewesen. Ja, vor allem Only Shotgun. Die Waffe kann ich nicht aufheben. Ja. Only Shotgun. Die Waffe kann ich nicht aufnehmen. Wir schaffen das schon. Nein, ich muss die Waffe wegwerfen. Geh weg, Waffe. Ich weiß. Ich heb die gar nicht erst wieder auf, damit ich nicht mehr in die Bredouille komme. Shotgun. Oh yeah. Ah! Da! Oh, Digga, der hat mich gekillt, bevor ich die Waffe wechseln konnte. Ja, ich komm gleich. Fuchs wurde auch gekillt, also ab in die nächste Runde. Ich liebe meinen Fallschirm. Er sieht nicht so aus, als wäre ihm gerade zum Lachen. Okay, also hier ist jemand. Okay, ich habe eine Shotgun. Ich kann ihn mir holen, aber er ist nicht zu sehen. Okay, lass zusammen in dieses Haus hier gehen, uns gegenseitig beschützen. Ich bin bei dir. Du weißt schon, auf Sicherheit und so. Das Schöne an Only Shotgun ist, wir können, wenn wir ins Late Game schaffen, einfach unser Inventar vollklatschen mit Shotguns. Dann habe ich das Waffenwechselproblem nicht mehr. Ja. Oh,
Komm rein. Komm rein. Runter. Aber ich habe bisher nur eine Shotgun. Da unten liegt auch nochmal eine. Oh Mann, ich bin wieder in den Spinnennetzen. Bist du schon voll? Ich hab drei Shotguns, einen Spidey und ein Medikit. Krass, ich habe eine Shotgun, einen Bumm. Oh Gott! Komm rein, please. Ich will nicht draußen kämpfen, wir müssen in Häusern kämpfen. Ja, ich will rein, ich wollte rein. Ich bin in das Spinnennetz geflogen. Und dann war ich auf einmal in ihm. Da wollte ich gar nicht hin. War ich am Sprenkeler. Router. Nice. Okay, ich habe jetzt eine Menge Shotguns. Gut. Oh, weiß nicht wo. Ja. Nicht Alter, die Bosshaft baut schon wieder. Mann, was das war Hölle? Die gleiche. Nein. Oh. Sie ist hier auf der Treppe oben drauf. Sie springt gleich runter. Warum treffe ich nicht mit ich der Ich weiß Shotgun? Es nicht, du musst einmal gezielt treffen. Ich habe ihr auch schon einen Hit gegeben. Ich mache hier Stress, indem ich mich vor sie... Oh, schade. Aber das war doch die gleiche. Okay, Daily Boogele. Jetzt aber die Only Shotgun Challenge, Take 1. Wir werden es zum ersten Mal jetzt versuchen. Ja, unser erster Versuch. Mal sehen, wie so eine Challenge wird. Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Ja, lasst bitte beide ins selbe Haus gehen, wenn es möglich ist. Mhm. Gegenseitig beschützen, weil wir im selben Haus sind. Mhm. Weil wir geben beide die Sache ist halt, gerade weil wir die Only Shotgun Challenge haben, wenn wir dann Shotguns haben, sind wir im Haus sowieso am sichersten. Außer es bauen wieder Leute. Ja, außer es sind wieder solche Leute, die wie verrückt bauen. Wir hassen Leute, die wie verrückt bauen. Die sollten eigentlich alle von Fortnite gebannt werden. Ja. Wir müssen eine Petition starten. Eine Petition starten. Wir sind nicht die Einzigen, oder? Ich habe gerade jemanden in die Langfliegen sehen. Ich glaube schon, dass Leute hier sind, weiß es aber nicht. Ich glaube schon, ja. Ah, hier sind überall Waffen, die ich nicht aufheben darf. Nice. So, jetzt please eine Shotgun. Eine Sniper, wow. 10 Leute. Sniper als Shotgun. Nicht ganz. Wie lange please. Spielst du schon Fortnite? Seit einer Stunde. Ja, ich spiele Fortnite auch schon seit ein paar Minuten. Glaubst du, du wirst die Klausur morgen schaffen? So, ich habe einen Sprenkler, brauche ich nicht. Wie es aussieht. Ich habe auch einen Sprenkler. Und da hat schon jemand gelootet. In diesem Haus, der hat den Sprenkler liegen gelassen. Noch weird. Oh, der hat angeschossen. Oh, hier ist jemand bei mir, safe. Bei mir auch. Ich komme runter zu dir. Auch schon wieder. Oh nee, Digga. Wir sind in einer viel zu hohen Elo. Komm, wir laufen woanders hin. Oh, schade. Hier. Er hat nicht so viele Leben. Ehrenmann. Meine Shotgun. Ja. Nee, Sprenkler, Sprenkler. Ja. Oh ja. Dann nimm am besten die andere Pump, wenn du die findest, nicht die großen, sondern die kleine, dünne. Die Striker-Pump, die jetzt Anton hat. Ich weiß nicht, ob die besser ist. Die Striker-Pump finde ich blöd. Ich mag die hier, die schwere Shotgun, so gerne. Mhm. Die Auto-Shotgun mag ich irgendwie gar nicht. Kommt jemand? Ja. Da. Da. Ja, da. Draußen. Ja. Er ist wieder weg. Ich weiß nicht, wo. Hast du eigentlich Spidey? Ja, nee, diesmal schon. Oh Gott. Oh Gott. Wir sollten das nicht machen. Ja. Soll ich wieder reinkommen? Ich habe ihn getroffen, ich habe ihn gut getroffen. Okay. Aber ich kann nichts machen. Ich habe ihn genervt, genau. Als ob! In der Luft. Warte, da ist doch noch jemand, da ist noch jemand. Ja. Hab ihn einen Hit gedrückt. Ah da. Ich rush. Ich sehe ihn gar nicht. Ah da. Ich habe ihn 9er Hit. So dumm. Er ist irgendwo im Wasser, oder? Wo ist der hin? Er hat sich im Hoch gebaut, nachdem ich ihn gehittet habe. Aber er ist mit dem Spinnennetz weg. In die Richtung, aber von da irgendwo anders hin. Ich lad mal kurz meine Waffe nach. Wo zur Hölle? Ich hab keine Ahnung. Hä? Ah. Weird. Du sagst es, Minion. Wir brauchen eigentlich eine Drax-Karte für goldene Shotguns. Da ist jemand, ich glaube, das ist er. Ich hol mir jetzt erstmal Spideys. Okay. Oh, ich werde von hinten angeschossen. Von? Ja. Okay. Ich hol mir kurz Spideys und dann können wir. Gut, wir können. Sollen wir? Ist er bei mir? Nein. Wo ist er? Glaube nicht. Immer noch da vorne, oder? Okay. Nee, da ist er nicht. Da ist er. Der ist links. Links? Links ich bin gegangen, blind. Ja. Hinter dem Stein? Nein, da irgendwo, links weiter. Ich weiß nicht, echt nicht wo. Au! Direkt vor mir. Das sind zwei. Hat gute Hits. Der hat halbe Leben. Okay. Gut. Alles tamam. Mamo. Hörst du diese Geräusche? Das ist Bauen, oder? Ja. Okay. Ui, das war gerade intens für mich, aber halbe Leben war ein guter Call. Weil ich habe ihn danach einen Shotgun-Schuss gedrückt auf den Kopf mit 47 Schaden. Also müsste er theoretisch 3 Leben noch gehabt haben. Ich weiß nicht genau, wie viel ich ihm gemacht habe, aber
Er hatte nicht mehr viel danach. Ich habe übrigens zwei graue Shotguns. Ich habe eine grüne, eine graue. Aber jetzt habe ich noch eine Autoshotgun dazu. Nehm mal die Haftgranaten dazu. Ja, Haftgranaten sind auch gut, weil die dürfen wir benutzen. Wollen wir noch weiter looten? Ja, ich würde gerne noch eine Drakes Karte mitholen, wenn wir eine finden. Hm? Und apropos Drakes Karte, die schwere Shotgun, die darf ich nicht weglassen, weil die schwere Shotgun ist so nützlich. Wo wurde geschossen? Nirgends. Okay. Oh, okay. Bist du am? Nee, passt. Nochmal Haftgranaten. Hab Drakes Karte. Okay, die Auto-Shotgun kommt weg. Ja. So, Drakes Karte leadet mich in die Richtung, hinter dem Berg da. Ich geh dahin. Dann ab dahin. Okay, weiter da vorne, warte. Da ist noch eine Drakes Karte, die nehme ich mit. Ja, gönn dir. Leadet mich circa genau dahin. Oh, wenn ich hier so swinge, fühle ich mich mit Only Shotgun ziemlich... ziemlich bedroht. Ich fühle mich immer bedroht. Okay. Jetzt so alles außer Shotguns. Ne. Ja, so ziemlich. Oh. Das ist schlecht. Lass einfach weg. Ich habe meine Drakes-Karte liegen lassen, aber ich habe einige Maus. Ist egal, gefühlt. Ich habe gar nichts bekommen. Oh Gott, schon wieder. Ja, lass laufen. Ja. Und, wie? Ich bin gar nicht gelandet. Das war gegen meinen Willen. Was denn? Mein Gott. Das war nicht unser Wille, ehrlich. Oh nein, ich wurde angeschossen. Sollen wir uns mal in Ruhe lassen? Ich kann. Mein Gott. Da sind noch zwei. Hä? Hört auf uns zu schießen. Stream Sniper. Hab ihn einen. Ich konnte ihn keinen zweiten Hit drücken. Das ist das Blöde. Deswegen mag ich die Striker Pumpgun nicht. Ich habe Schuss gedrückt. Sie hat einfach nicht geschossen und ich war die ganze Zeit auf ihm drauf. Ja. Ich denke, wir haben genug Fortnite. Ja, oder? Wir haben genug Fortnite gespielt. Das haben wir wirklich. Deswegen würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, abonniert Roblox Felix. Bis dann und ciao!